deine Fette auf kannst du dir sonst mal stecken. Wieso? Soll ich dich mal angreifen? Willst du meine auf? Willst du die dann mal schmecken? Dann sag ich meinem Stamm Bescheid. Dann sag ich meinem Stamm Bescheid, Maxel. Und dann melde ich mich an und hau ich alle tot. Klar. Klar. Ey, man darf doch mal wohl ein bisschen träumen. Ja, mal komm, was willst du deinem Stamm sagen? Ja, ich greif deinen Typen an. Hey, ja, ich sag dem Stamm, dass hier jetzt mal bitte hier die Ops auf deinen Stamm gefickt werden. Ich hol mal noch Warum ein bisschen sollten sie Holz das tun? Und Kohle. Keine Ahnung, um dich zu dissen. Diss. Ey, wenn hier jemand disst, dann bist du. Ja, eben. Vor allem, wenn jemand disst, dann die ist es er. Doch stimmt. Alle nur eine volle Off-Aktion, dann sind ja 100 Ops. Ich meine, glaubst du, dein Stamm interessiert sich für meinen Stamm? Der höchste da hat 1000 Punkte. Ja, in deinem Stamm, in meinem 300.000. Ja, geh weg, oder? Das sind meine alten Connections hier zu Roman. Und ich werde ihm seinen Namen jetzt nicht sagen. Und du auch nicht. Ich habe ihn eh schon fast verraten. Das ist der Ingame-Name. Ich hab's gesagt. Du Wichskind, du kannst einen Piepton machen. Ja, das werde ich jetzt auch machen, Max. Ich hasse dich. Ey, es ist ein Ingame-Name, okay? Ja, okay, gut, stimmt. Ja, hallo, wenn die den. Ey, du hast so ganz tolle Let's Player als Freund und. Vor allem was denkt der Roman, dass du, was ich 18 damit bin. Bezwecken wollte und ich werde irgendwie gerade hier. Ach so, der denkt, dass du 18 bin. Der denkt, dass ich 18 bin, ja. Das. Was und du natürlich auch in. Was du natürlich auch überall bist, wo du deine Spiele her hast. Du. Steam bist du ja schließlich auch immer 18. Ja, klar. Ja. Das ist doch. Ich bin doch im Real Life über 18. Mhm. Genau. Natürlich. Deswegen bin ich auch so groß. Olli, ich sag dir, du schneidest den Ton raus. Mal schauen. Mal schauen. Sonst höre ich auf. Hier. Moment, ich bin mal kurz weg. Ich bin gleich weg. Gleich weg. Dann kriegen wir noch mehr Abonnenten, danke. Wahrscheinlich. Die abonnieren alle wegen mir. 9 Stunden. Nonstop. Ja, 9 Stunden nonstop. Zocken wir, genau. Maxl. Ja, Maxl geht gar nicht. Und da kommt kein Piepton rein. Wer disst jetzt wen? Ich hab voll Schiss vor Max und Mutter. Wenn die redet, da kriegt man voll Schiss. 9 Stunden. Nonstop. Lasst es die nicht hören. Ich glaube, die schaut unsere Let's Plays. Umbringen. Jetzt kommt gleich Maxi. Ich muss aufhören. Ja, genau. Oh, wir nehmen dann weiter auf. Ja, du wegen mir? Nee, wegen mir. Ja, wegen mir. Und dann, ey, übrigens muss ich euch sagen, Kino.to ist wieder auferstanden. Ja, mit und zwar KinoX.to. Link in der Videobeschreibung. Hoffe ich. Da ich mich dran erinnere. Ah ja, noch eine große Sache, genau, wollte ich auch noch sagen. Zwei Sachen, die bei der 1.8 rauskommen, worauf ich mich freue. Wolken fliegen endlich nicht mehr durch Gebäude und Blätter, die man hinsetzt, decayen nicht mehr. Ich demonstriere. So, das decayt jetzt gleich. Hallo? Und die ganzen anderen Sachen? Decay. Überhören wir. Decay doch jetzt. Decay! Okay, also hier ist ein Grasblock, ich werde den jetzt auch nicht wegmachen, der wird dann irgendwann weg sein. Ja, weil ich ihn wegmache. Ja, jetzt ist er gerade weg. Ich hol mal Holz. Was machst du? Ich habe auch gerade Holz geholt. Ich habe jetzt 64 verarbeitet. Das. Hoppla. Holz. Mann, was macht ein Maxl jetzt? Maxl kriegt einen an die Klatsche, weil er 9 Stunden lang nonstop gezockt hat. Ja.
Gut, ich habe jetzt auch nicht viel weniger gezockt heute. Ich habe ja heute noch Crysis Let's Play aufgenommen. Ich habe mir so angeguckt. Auf kinox.to. To. Boah, Mann, der Film ist krank. Ja, ich schau vor allem mal. Vor allem das Ende macht einen fertig. Ich hätte fast losgeheult. Okay, ich hätte nicht losgeheult. Aber ich fand das Ende irgendwie beschissen, Mann. Ich wollte mir nämlich nicht noch den zweiten Teil angucken. Oh, scheiße, ich habe einen Riesenbaum erwischt. Fuck, na, das kann man ja hier jetzt auch nicht sehen. Ja, dann schaue ich, wenn er wirklich so gut ist, dann schaue ich ihn mir auch an. Der ist Hammer, also der ist richtig, richtig, richtig geil. Wir bauen eine Burg. Ja, das wissen die Zuschauer, glaube ich, auch schon. Und wir haben 1000 Farming-Episoden. Und das Lustige ist ja, das war wirklich keine Absicht. Das war ganz Zufall. Wir sind genau gleichzeitig mit Gronkh in der Hölle und wir farmen genau gleichzeitig mit Gronkh Cobblestone. Also das war jetzt irgendwie dann schon lustig. Oh, ich werde gerade angerufen von einem unbekannten Teilnehmer auf meinem Handy. Da lege ich mal schnell auf. Ich nehme nämlich auf. Der unbekannte Teilnehmer soll mir gefälligst eine SMS schreiben. Sonst gibt's ein Unglück. Auf den unbekannten Teilnehmer. Aber ich hoffe mal nicht, dass es jetzt einer meiner besten Freunde ist. Ein Unglück. Und nachdem ich meine Drohungen, wie gesagt, ja immer wahr mache, ne? Andi, du kennst es. Ja. Unglücklicherweise. Nein, ich bin ganz ein Lieber. Ja, total. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen lustig sein. Man muss ja nicht immer alles der Wahrheit entsprechend. Na, egal. Tschu, tschu, tschu. Ich bin so böse. Ich bin so böse. Wir sind jetzt mit Maxl, die olle Potsau. Du redest schon von Maxl, nicht von seiner Mutter. Hoffe ich. Nee, von Maxl. Gruß an Maxls Mutter, falls sie das Let's Play schaut. Komm, lass die Treppen reichen. Lass die... Nein! Ultimativer Ultifail. Nein! Ultimativer Ultifail. Und jetzt hast du den Boden fertig gemacht, wo ich das Holz geholt habe. Und Maxl ist noch drinnen und es wird Nacht. Ja, ganz große Klasse und ich kann ihn nicht kicken. Ja, bitte OP dich halt mal oder geh in dein... Scheißdreck. Ach komm. Ach, das kann ja nicht wahr sein. Seit wann spawnen denn bitte die Creeper so früh? Du kannst ja auf die Konsole klicken. Noch ein Creeper! Wo denn? Ach, die sollen sich mal alle ficken. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Hast du Fackeln? Ich habe nämlich keine. Ah, ich habe eine Idee. Ich hoffe, es wird funktionieren. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht hochgejagt. Na, zum Glück, Maxl gibt uns ja ein bisschen Schutz, weil die in einer gewissen Entfernung nur spawnen. So, wo haben wir den jetzt hin? Ich glaube, der ist in der Kiste draußen. Wer? Der Netarak. Womit willst du machen? Ja, wir haben ja keine Fackeln. Aber wir haben Netarak. Und so. Flint and Steel. Das Holz fängt an zu brennen. Der Netarak ist überm Holz. Okay, wenn du das sagst, dann hoffe ich, dass das so ist. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Maxl verpisst sich jetzt seit neuestem immer in den Aufnahmen. Ich hoffe, der mag uns noch. Ich hoffe, der weiß nicht, dass wir ihn nicht mögen.
Oh, nicht noch so ein Viech. Schnell hochbauen, schnell hochbauen, schnell hochbauen. Hochbauen, 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 hochbauen. Oh, das ist aus der Hand. Wie hast du dir das mit dem Dach vorgestellt, dass wir hier jetzt noch so eine Oben drüber hätte ich dann irgendwie noch, keine Ahnung, was anderes gemacht, irgendwie. Also ich will halt nicht, dass das alles so eintönig aussieht. Ja, ich habe noch ein paar Stairs. Dann mache ich die hier nochmal ready. Ja, mach du die letzte. Fail. Du hast mich so geschubst, Gangster. Ja, ist alles meine Schuld. So. Und hier oben drauf, kann man gucken. So, an die Seite müssen wir noch zubauen. Aber mit Wort? Mit Wort? Wir haben jetzt wirklich keine Fackeln mehr. Ich mache jetzt einfach überall mal ein bisschen brennenden Netarak. Oh, GLP-Zombies. Oh, GLP-Spinne. GLP-Creeper. Nein. Mhm. War ein Witz. Oh, ich dachte gerade, du wirst so ein GLP-Zombie. Hast schon auf mich eingeschlagen, du Riesling. So, hier die Seite muss noch zu. Das mach ich schnell. Nicht mit Gravel. Wir bauen ja kein Gravel-Dach, Andi. Hm, erinnerst du dich noch? Ja, ja. Das fällt mir ewig nach. Das waren die ersten Folgen, unsere Anfänge als LP. Das dürfte jetzt schon ja fast Folge 50 sein. Ich glaube 46 oder so müsste es sein. Jetzt nur mal grob abgeschätzt. Ich habe keinen Plan. Ordentlich viele Räume hier. Richtig fett. Langsam nimmt die Welt Gestalt an. Ja. Aber ich bin ja, ich bin ich fand's ja echt total. Also, schade. Ich find's echt schade, wenn wir die Welt dann wirklich ganz aufgeben würden. Du. Ja, schade wäre es schon, aber ich. Die Umfrage. Ich find, ja. 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 Red du. Die Umfrage läuft ja jetzt noch weiter, auch wenn das jetzt vielleicht schon eine neue Folge ist. Schreibt ruhig in die Kommentare rein, ob wir die Welt aufgeben sollen. Und mit einer 1.8er Welt mit den ganzen neuen Features anfangen sollen, aber nicht im Adventure Mode oder einfach so weiter. Ja. Bin wieder da. Super. 9 Stunden, Maxel. 9 Stunden am Stück, Maxel. Also jetzt reicht's, Maxel. Aber ehrlich. Ist halt so blöd. Es ist auf der Aufnahme auch drauf. Natürlich. Ja, klar. Gut, dann kann ich jemanden etwas unter die Nase rein. Deiner Mom oder was? Nein, zeig dir nicht die Aufnahme, da hat nämlich der Andi gesagt, nee. Dass... Na, oh, und ich krieg gerade eine Hamachi-Nachricht. Ich hab gesagt, dass ich die gruselig finde, deine Mutter. Also was heißt gruselig? Aber die... Immer wenn die redet, dann redet sie so böse. Irgendwie, keine Ahnung. Wie wenn sie den Maxi gleich anspringt und umbringt. Oh, ich bin so dumm. Ich hab ja Holz und kann mir Sticks machen und hab auch Kohle und kann mir Fackeln machen. Ich bin so dumm. Sprich weiter, Olli, sprich weiter. Oh mein Gott, ein Creeper. Wir bauen woraus setzt sich eigentlich... Woraus setzt sich eigentlich... Das ist ein Creeper. Das ist ein Creeper. Boah. Boah, ich hätte den gerade noch gelast-hittet und dann schubst du den weg von mir. Ja, gelast-hittet. Moment, ich bin noch mal kurz weg. Ich muss nämlich noch kurz was bei der Post nachschauen.